Alles klar, Leute, heute betreten wir das letzte Gebiet, aber nicht bevor wir nicht nochmal hier zwischengelandet sind und auch nochmal in der Eisöde müssen wir auch nochmal zwischenlanden, ja, denn da fehlen uns noch zwei Gegner bloß noch, aber die hole ich jetzt ganz gezielt und beende auch die Tage sofort, ja, weil es gibt nichts Spannendes mehr, Pikmin aufrüsten brauchen wir auch nicht. Also, let's go, erstellen wir hier eine Riesenarmee. Obwohl, ich kann ja mal, warte mal, guck mal hier. Wusstet ihr schon, dass die Pikmin anfangen zu singen, wenn man alle Farben hat? Warte mal, so doch mal. So, alle auswählen, zack. So, von jedem 12. Ja, aber egal, auf jeden Fall singen die Pikmin jetzt. So, okay, und wir wollen halt nochmal zum großen Boss, der ja hier war, genau. Da seht mal dahin, zack. Halt aufgrund von einem Schmetterling. So, bloß Pikmin, singt mal. Weil das war ja damals so, als große Gruppe unterwegs, mit allen Farben, haben die Pikmin eigentlich immer gesungen. Aber jetzt haben sie keinen Bock, oder was? Hm, vielleicht muss ich so dafür selber steuern. Ja, haben wir keinen Bock, Leute, sie wollen nicht singen. Warum denn nicht? Nee, na, denn halt nicht. So, und hier ist jetzt halt... Alter, guck mal, was hier los ist. Alter, auf dem ist auch mal interessant zu sehen. Oder hier jetzt, wo der Boss gestorben ist, gibt es hier halt sau viele Blumen. Und da ist halt der Schmetterling, den ich will. Da wegen anvisieren. Schnappt ihn euch! Oh. Ah, verdammt. Wartet mal, der soll jetzt nicht abhauen. So, okay. Nein, haut ab. Pikmin, los. Jetzt Sturmangriff auf ihn. Boah. Okay. So, und der wird jetzt mitgenommen. Und nur wegen dem Gegner haben wir das jetzt gemacht. Richtig klasse, ich weiß. So, okay, komm, dann kann ich doch nicht einfach alles liegen lassen. Leute, geht doch nicht. Ich muss es doch mal mitnehmen. Ich kann nicht aus meiner Haut. Es muss effizient sein. Hallo, kommt ihr mal mit? So, ja, da hinten mit dem Schiff ist auch alles so eine Sache, ne? Da irgendwie gibt es auch nichts Neues mehr. Nö. So, den gelben Schmetterling haben wir ja. Ja, komm, nee, hauen wir ab. Nein, ich will jetzt nicht, doch nicht Zeit verschwenden. Nein, wir haben gesagt, wir holen uns bloß den roten Schmetterling und dann hauen wir wieder ab. Ne, weil ich musste nochmal zurück zur Eisöde. Für so ein Riesenvieh. Da muss ich auch noch killen und auch mitnehmen. Das dauert alles so lange. Wesen ist die Krabbe tot. Das ist auch noch ein Schmetterling, aber das ist wieder so ein blauer. Okay, man kann hier alle drei Schmetterlingsarten finden. Wenn man denn möchte. So, haben sie ihn eingestoopt, ich glaube, ja. Und was sagt unsere Piklopädie? Ja, 51 von 55. So, alles klar. Ja, die Dinger hier werden nicht mehr voll, auch wenn es so aussieht. So, Schmetterling, alles klar. Ein Gegner noch. Und dann fehlen die letzten drei in dem letzten Gebiet. Ist so. Aber guck mal, für die Gelben, warum nicht? Ja, cool. Sie warten eh nur, dass die anderen was mitbringen. Ja, ist so ein bisschen verschwenderisch, ne? Aber was heißt verschwenderisch? Wir haben ihm doch was zu. Ja, wir haben eh genug. So, hoi. Flop. So, halt es für den Gelben aber. Wenn ihr das schon mal ausspucken, wenn ich schon mal das Glück habe. Und toll. So, auch wieder für die Gelben. Ja, perfekt. Grabben. So. Jetzt ist aber der Schluss. Cup 60 von 60. Alle Pikmin sind da. Alles gut. So, komm. Schnell. Ich will abhauen, Leute. Ich will abhauen. Ich wollte auch noch was schaffen. Okay, alles klar. So, ja. Tag beenden. Nur deswegen war das richtig schlecht. Aber das muss sein, Leute. So, jetzt nochmal schön zur Eisöde. Erstmal Glück. Gluck, es sieht so aus, als hätten wir richtig crazy. Da labert bloß noch dasselbe. Gluck, 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 gluck. Oh, sehr schön. So, und Daten. Guck mal, ich habe mit allen Pikmin-Arten über 200. Das finde ich echt schön. Reicht ja auch. Muss man echt sagen, reicht ja auch, Leute. Bitte, Donny, jetzt schon wieder. Ich habe beobachtet, dass sich das Blatt auf dem Kopf der Pikmin zuerst zu einer Knospe, dann zu einer Blüte wandelt. Wenn man Pikmin-Keime nicht pflückt, sondern sie im Boden belässt, geschieht dies nach einer Weile automatisch. Sie ähneln darin Pflanzen, doch wenn man sie pflückt, wirken sie wie Tiere. Eine wirklich interessante Lebensform. Ja, und sehr aufopferungsbereit, muss man ja auch sagen.
absaven. Geil. So. Und jetzt halt echt nochmal Tag 28. Mann! Aber im letzten Gebiet brauchen wir sowieso nochmal ein paar mehrere Tage, weil dann eine große Jagd wird. So, okay, jetzt nochmal ganz schnell gucken. Ist denn so wirklich nochmal der Gegner? Sind die alle wieder hier? In dieser Höhle? Hier. Ja, hier, ne? Ich hoffe, dass jetzt hier echt noch so ein großer wieder dabei ist. Müsste aber eigentlich. Der wird einfach kurz einen Prozess gemacht, Leute. Der wird einfach gekillt. Auf zur Eishöhle! Und diesmal muss er eingesammelt werden. Ja. Ich habe irgendwie halt zu spät realisiert, von wegen, dass es halt nicht ausreicht, die nur zu besiegen. Und von wegen, ja, jetzt haben wir hier noch Forschungsmaterial. Jetzt wissen wir Bescheid. Nee. Man muss sie auch noch killen. So, ganz schnell. Hier 50. Und dann brauche ich ja nur 10, die das halt hochhalten. Alles klar. So, wow, geil. Mitkommen, eine kleine Armee der Supersoldaten. Ganz schnell. Und dann wird auch dieser Tag wieder sofort beendet. Und dann machen wir noch einen regulären Tag beim Turm der Einöde. Oh nein. Okay, warte mal, das Vieh muss aber auch. Was zum. Alter, er will ihn nur einpflanzen. Also alle ruf auf ihn. Boom. So. Ja, nehmen wir vielleicht nachher nochmal mit. Erstmal vorher gekillt, ey. So. Nein, die wird nur nicht mehr gebuddelt. Nein. Bloß noch blindlängs, Leute. Wir müssen das alle fertig machen. Wir müssen das schaffen. Ruf da. Super. Okay, und auch nochmal da. Ruf da. Alles klärchen. Super. Lass dich ja wohl nicht fressen, oder? So, okay, verdammt, wo ist denn der Große? Warte, wo ist der Große? Ist ja immer noch nicht zurück. Der müsste aber eigentlich wieder zurück sein. Leute, wo wollt ihr hin? Leute, wartet mal. Leute. Hier bleiben. Zu spät. Na gut, dann halt. Transportiert das da ab. So, sind jetzt hier, wo ist die Kleinen? Wo ist denn der Große? Ich brauche halt den Großen, ne? Das ist so ein bisschen das Doofe jetzt. Da ist er, der große Typi. Da ist er. So, komm mal her, Großer. Dich muss ich killen. Er wird seine ganzen Armee von kleinen Kindern. Alter. Eine richtig übel. Cool, jetzt klingt Kinder alle umgebracht. So, wichtigste ist, dass sie den abtransportieren. Hallo? Warum? Okay, egal. Alles mitnehmen, Leute. So, vor allem halt so ein Fünfer, der bringt gut viel. Mensch, warum werfe ich denn jetzt wieder Brittoni? So, den mitnehmen. Okay. So, ja, okay, mitnehmen so. Oh, guck mal, wir lassen zwei übrig, damit die schön drüber nachdenken können, was das heißt. Alter, wenn man einfach alle verliert, die man liebt. Das ist hart. So. So, dann kriegen die Fliegenden auch noch irgendwas. Einfach so. Aber war wichtig für den Großen. So. Na, mach mal, Mensch. Okay. So, Rote, das ist für euch. Immer noch, wie gesagt, ist ja auch im Endeffekt ist halt auch die Armee halt, ne, die ich halt brauche. Ah ja, geil. Eins mitgenommen. So, und nochmal mitnehmen. Okay, jetzt reicht's aber wirklich. Dann nehmen wir noch den komischen fliegenden Käfer mit, der die alle gegrabt hat. Der kommt auch noch mit. Oh, und hier so ein Einer-Ding, oder? Na komm, wenn schon, ne? Geht das auch schnell. Ja, dann wird aber wirklich gleich, macht den Tag gleich zu Ende. Keine Sorge. Es ging doch nur um den Gegner. Flups. So. Okay, alle kommen sie mit. Ach, so cool, dass die Fliegenden immer so eine kurzen Wege nehmen. Über die direkte Luftlinie, das ist immer geil. So, okay, Leute, was sagt er? Guck hier. Ja, 52 von 55 Gegnern. Und da ist ja dieses Riesenvieh. Alles klar. Die letzten drei Gegner. Ich weiß ja auch nicht, wann das angezeigt wird. Ich glaube, wenn man das Spiel durch hat, glaube ich, dann wird angezeigt von wegen, dass es halt 55 sind. So, Wing, erste Lieferung, Stoop. Ja, Stoop, zweite Lieferung, alles klar. Bam, bam, bum. Stoop, noch mehr Lieferung, geil. Geil. Richtig super, ja. Stoop. Perfekt. So, abbrechen den Tag. Guckt hier, bei Medaillen sieht man das halt. Überlebenskünstler, hier, oh, Kämpfe gegen Fragezeichen. So, gegen die Zeit. Ne, wo waren das jetzt hier? Wo ist denn das jetzt hier? Das ist hier alles durcheinander. Das sind hier alle Achievements. Nicht unbedingt die,
die für den Abenteuermodus gelten. Wartet mal, da muss ich mal ganz kurz hier, zack. Abenteuermodus bitte. Hier. Hier ist es doch irgendwo. Hier, Xenobiologie, da steht's. Von 55. Fehlen noch drei. In diesem letzten Gebiet. Also, alles richtig gemacht. Tag beenden. Wirklich? Ja. Komplett verschwendet. So, und jetzt halt noch einen Tag beim Turm der Einsamkeit. Und das ist nochmal komplett neu. Wir haben alles uns erschlossen, ey. Verdammt, wir werden sterben. Ihr stirbt nicht. Wir haben noch so viel noch. Ja, reicht doch alles noch. Irgendwie ein bisschen, war das gerade cool. War mir nochmal wichtig, alle Gegner zu holen. Zack. Alter, wir haben schon über 300 Rote. Geil. Macht ja auch Sinn, weil die stärksten sind. Ich habe keine Ahnung, was den Pikmin, in den Pikmin vor sich geht. Manchmal scheinen sie ganz eigenen Gesetzen zu folgen. Sobald sie etwa einen Nektartropfen sehen, ignorieren sie sogar unsere Befehle, nur um ihn aufzusaugen. Er muss für sie eine unbeschreibliche Delikatesse sein. Pikmin, die von ihnen getrunken haben, wirken über alle Maßen glücklich. Richtige Drogen. Krass. Speichern abgeschlossen. Leute, alles soweit geschafft. Wir brauchen in keines der anderen Gebiete müssen wir mehr rein. Ja. Und so können wir jetzt zum letzten vorschreiten. Wo die Story auch weiter rangeführt wird mit Olimon. So, das machen wir jetzt noch. Turm der Einsamkeit. Der Turm der Einsamkeit. Beim Turm der Einsamkeit. Alter! Richtig cool. Dieses Signal. Ob das von Captain Olima kommt? Weiß ich nicht. Wenn wir Louis glauben können, muss es von ihm sein, ja. Wir dürfen jetzt nicht zögern. Abmarsch, Mann! Genau. So, und hier ist auch irgendwie... Warte mal, wartet nicht so, dass der... Nee. Ey, wir sind ja voll bei so einem Termitenbau. Richtig hart. Ja! So, und hier gibt es auch wieder drei Bilder. So, ich nehme einfach mal wirklich eine komplette Armee aus allen Pikmin mit. Weil das auch nötig sein wird. Und wie gesagt, das schaffen wir jetzt aber nicht an dem Tag. Hier ist große Vorarbeit nötig. So, komplett so. Hä? Und ich weiß, wir müssen auch nach oben. Aber wartet mal, Leute, vorher müsste es nämlich hier noch ein Foto geben. Ein Bild. Alter, hier sieht man das ja fast überhaupt gar nicht. Ja, weil die Texturen ja alle so maßgeblich eng sind. Ich check hier gar nichts. Nee, warte mal, von hier kommen wir denn raus? Nee, okay, gut. Hier unten ist zum Beispiel offensichtlich gar nichts. Aber hier ist der große Battle-Endboss-Kampf denn. Also, ich mach die Roten erst nach vorne, weil die sind stark. Die sind meine Armee. Die müssen mir helfen. Bum, 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 bum. Gehen wir mal in den Termitenbau rein. Ist bestimmt eine super Idee. In den Termitenbau. Warum nicht? So, nochmal eine Datei gefunden. Sehr schön. Wie gesagt, wir finden hier halt echt alle Dateien. Werden wir hier finden. Die verbleibenden. So, das. Jetzt sind wir aber ganz schön schnell nach oben gekommen. Also ich gucke mir gerade nochmal die Wände an. Bin ich irgendwo doch noch so ein Bild ist. Guck mal da. Was? Ist das Captain Olima? Wie schrecklich! Diese goldene Lebensform hat irgendwas mit ihm vor. Oh nein! Wir müssen ihn schnell retten! Das ist auch ein merkwürdiges Vieh. Warte mal, ich glaube, kann sein, dass hier so... Ah ja, hier ist, glaube ich, sogar wirklich noch ein Bild. Wartet mal. Ich glaube, es war hier. Zack. Oder? Hallo! Mensch, Pikmin. Nee, ist doch nicht hier. Ach naja, werde ich schon immer noch mal rausfinden. Keine Sorge, Leute. So, dann gehen wir mal schnell hier runter. Olima! Nein, Olima! Alter, was ist denn mit ihm? Einfach so ein Klotz. Oh. Wisst ihr was? Ich gehe erstmal. Pikmin, geht mal bitte da rein! Hoppala. So, der macht nämlich gar nichts. Also alles ganz ruhig. Ganz ruhig. Sofern man ruhig bleiben kann und darf, sollte man das auch. Ich gucke die Wände nochmal ab. Sorry. Ist okay, was haben die da rausgefunden? Eine Datei, Leute. So, perfekt.
Also ich check hier irgendwie halt gerade echt nicht, wo noch Dateien sind, weil ich erkenne die auch nicht. Die sind ja irgendwo hier an den Wänden rangemalt. Das ist echt so ein Quatsch. Ja, da muss man sich alle ganz genau angucken, aber so viel Zeit haben wir gar nicht. Also, ja, dann, befrei ihn! Zum Glück, es geht ihm gut. Na dann, abtransportieren, würde ich mal sagen. Perfekt. Die Pikmin. Anders als sonst scheinen sie den Weg nicht recht zu kennen. Ja, natürlich. Das ist ja komisch. Anders als sonst. Dann sollten sie jemanden von uns führen. Genau. Ich werde die Pikmin zurück zur Drake bringen. Oh, okay. Eine voll mit so einem Fahnsymbol. Also dann, ich und, der Captain und ich suchen den Überlichtschlüssel und stoßen dann zu ihnen. Also, los geht's. Oh yeah, Olimar retten, 1. Kriegen wir auch nochmal automatische Daten dazu. Zeige den Pikmin, die Olimar tragen, den Weg. Genau, Olimar retten, 2. Anführer übernehmen in dieser Reihenfolge das Kommando über die Pikmin. Brittany, Charlie, 11. Puh, okay. Diese komische Glibbermonster einfach besiegt. Düdüm, düdüm, düdüm. So, da war jetzt die Bilder noch ja nicht. Guck mal, ich kann ja auch vorhin wieder hier hoch mich pusten. Aber, ich bin jetzt echt irgendwie gerade zu blöd, die Bilder zu finden. Die müssen aber auch hier irgendwo sein. Ja, na gut, denn ich weiß, wie gesagt, der Tag wird immer automatisch enden. Der Überlichtschlüssel, er ist nicht hier. Wir müssen wohl weitergehen. Aber jetzt kommt's. Das Vieh ist richtig mad. Was ist das denn? Oh nein, gehört das zu den Kreaturen von eben? Ich glaube, das ist ein und dieselbe Kreatur. Was? Aber sie wirkt völlig unversehrt. Captain, wir müssen hier weg. Rückzug, Mann! Ich mache mir Sorgen um Brittany. So, mysteriöse Lebensform 1. Ist die Lebensform durchsichtig, ist sie unbesiegbar. Eingesaugte Pikmin kannst du mit der Pfeife retten. Okay. So, warte mal, jetzt aber hier. Ich hoffe, dass ich jetzt hier mal wenigstens das richtige Foto weiß, genau. Knips! Yay! Fehlen noch 2 Fotos und die waren eigentlich draußen. Ah. So, ja, und hier ist jetzt halt nochmal, wir sind jetzt halt im Termitenbau drinne, was ein riesen Labyrinth ist, wo wir echt halt, ja, quasi von oben wieder nach unten müssen zur Drake. Das wird nicht so einfach. So, okay, wartet mal, ich sag mal Brittany kurz Bescheid, dass sie, dass sie halt echt mal woanders hin soll. Bloß ich weiß ja nicht, hier sind überall auch Gegner. Guck mal hier, was das für ein Riesenkonstrukt hier ist. Und hier müssen wir, eine Brücke bauen. Wir müssen, hast du nicht gesehen, allen möglichen Scheiß machen. Und das, während wir verfolgt werden. Aber sollte Oli mal erwischt werden, ist das nicht so schlimm. Weil, weil irgendwie so ein bisschen retten die sich ja dann doch immer. Also, Brittany soll mal... Ach, die kann ja nur dahin gehen, wo sie das kennt. Ach, Menno. Ja, okay, dann müssen wir echt mal hier den Weg quasi erstmal vorbereiten, damit überhaupt irgendwie was hier entdeckt werden kann. Oh, hier ist toll. Sehr schön, dass es hier so Sachen gibt. Aber was cool ist, man kann ja auch im Kreis rennen. Das ist an sich gar nicht mal so schlecht. So, Brittany, komm mal mit. Also, sie folgen ja echt zum Glück Brittany. Oh Mann, da kommt das Vieh. So, okay. Da zum Beispiel erstmal diese Dinge da runterschieben, wäre schon mal nicht schlecht, ne? Alter, jawoll. Jetzt sind hier erstmal so viele Viecher. Ja, genau. Genau, genau. Oh, guck mal, das sind ja sogar. Das sind ja keine richtigen. Olimar ist in Gefahr. Was, wirklich? Ja, ist er. So, da ist ja eine Sackgasse. Bloß nicht in die Sackgasse laufen. Bloß nicht. Ja, so eine Viehmusik anscheinend echt erstmal ignorieren. So, alle Rupfsturm. Mauer kaputt machen. Denn Brittany mal woanders lang läuft. Mal gucken, kann ich überhaupt da lang? Guck mal hier, man kann hier echt einfach im Kreis laufen. Das ist doch nett, oder? Das ist doch schon mal schön. Das soll Brittany auch eindeutig mal machen. Das Vieh schön bis hier oben hinlenken. Ganz klar, bis es dann soweit ist, ne? Das kann man erstmal, ja, an sich ist es auch nicht so schwer, muss man jetzt ehrlich sagen. Guck mal, das Vieh, habt ihr gesehen, das kann man doch einfach da pennen lassen. Und selber ignoriert das Vieh auch, Gott sei Dank. Es kommt immer näher. Flup. Düdüm, 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 düdüm. So, die Pikmin, die Fliegen haben alle Blüten.
Also ist alles okay. Bloß man muss aufpassen, das Vieh dreht auch gerne mal die Richtung. Aber jetzt noch nicht. Okay. Alter, wir brauchen hier alle Pikmin-Arten. Alle. Bum, 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 bum. Okay, wir auch zurück switchen, Alter. Wow. Wo ist das Schlabbermonster denn? Ah, falsche Richtung. Du. Sie wird halt auch ungern Brittoni alleine laufen lassen. Weil die halt manchmal... Ja, dann kriegt man halt nicht mit, ob das Vieh sich umdreht. Das ist so das Problem. Toll. So, das war übrigens eine neue Gegnerart, ne? Die wir jetzt, glaube ich, dadurch eingesammelt haben. So, nimmt mal hier ein paar, nimmt mal eine Bombe mit. Warte mal, ich glaube, hier auch ein bisschen buddeln sollte auch noch drin sein. So, buddelt mal. Inzwischen Britonin. Kümmern wir uns um Olima. Wir sind ja ganze Zeit im Kreis. Ich laufe noch weiter im Kreis mit ihr. Ne? Wie gesagt, wenn der Tag zu Ende geht, ist das halt nicht weiter schlimm. Dann müssen wir halt, fängt das halt nochmal von vorne an. Aber halt, unsere Sachen bleiben ja hier alle gleich. Das ist ja der Gute. So. Kommt alle her, hier kommt alle her. Bomben sind geil. So. Wir gehen weiter mit Bomben. Gucken wir nochmal schnell, was hier los ist. Und verarschen den einfach die ganze Zeit so richtig. Richtig schön verarschen den Typi. Oh, und du. So. Was ist denn das hier eigentlich? Das könnte nützlich sein. Na, dann gehen wir alle ran da, die wir alle haben, und erstmal haben wir da so blaue Gegner. Ja, die halt mit Wasser spritzen, voll fies. Also sind alles irgendwie nur halt, ja, das sind alles nur so Gegner von ihm, so goldene Sachen. Wisst ihr, dass ich das ja nicht richtig machen kann? Also mit der Abkürzung müsste ich auch mal gucken, wann die überhaupt entstehen lasse. Nein, ich glaube, der bin gerade schon gut dabei. Weil dann kann Brittoni nämlich mal da lang gehen. Warte mal, dreht das Vieh jetzt um? Nee, oder? Nicht, dass das Vieh jetzt umdreht. Das wäre ein bisschen ätzend. Ja klar, Elektrohund, alles klar. Oh, jetzt ist er mal ein Feuertyp. Ja, ey, alles immer killen, ey. Alles killen. Oh, die war schon gefahren! Verdammt, verdammt. Boah. Mann, oh Mann, oh Mann. Tada. Ja, ja, wir rennen hier einfach im Kreis rum. Ist kein Problem. Viel wird ja zum Glück auch nicht schneller. So, guck mal jetzt nämlich hier. Jetzt müssen wir nämlich auch Muscheln und alles, hier Brücken bauen und sowas. Alter, ey. So, ich glaube, was aber erstmal wichtig wäre, ist tatsächlich die Abkürzung zu machen, glaube ich. So, wartet mal. Komm, wir die laufen jetzt einfach auch da durch und holen, bitte. Ich gehe mal gucken, ob ich diese Abkürzung machen kann. Na, und, Olima. Ja, weil die ist ja auch anscheinend hier gleich in der Nähe. Das bedeutet, dass ich hier nicht mehr im Kreis rumlaufen muss, sondern einfach direkt gleich zu machen kann. So, dieses komische Vieh, ey. Schlabbermonster einfach. So, ich glaube, hier sind sogar noch Daten drin, ne? Wartet mal, das ist hier, glaube ich. Hier ist diese Pappschachtel. Perfekt. Machen wir das mal so. Alles klar. Ja, eine Abkürzung ist schon gemacht, ne? Wenn der nächste Tag kommt, können wir alle gleich hier lang rennen. Das war schon mal perfekt. So, und dann kann halt Brittany an sich ja auch leider das Vieh hier jetzt rinlocken, was auch nicht so toll wäre. So, hier wird schon gebaut. Fleißig, fleißig. Ich weiß nicht, was ich hiermit jetzt machen soll. Wo das Ding hinrollen sollte. So, mal einfach mal gucken. Wo rollen die das denn jetzt hin? Wie nehmen die nehmen das nicht? Kommen wir uns um Olima. Du darfst immer so rechtzeitig Bescheid sagen. Tada! Hilfe! Ich glaube, jetzt auch durch die Abkürzung könnte ich theoretisch auch schon einen größeren Kreis ziehen, ne? Einen größeren Kreis ziehen, aber der Blöd hat das Vieh herlocken. Und das will ich irgendwie nicht. So, bräuchte dafür echt... Achso, ist von der falschen Seite. Achso. Achso, das ist nur, dass ich das Glas den kaputt machen kann. Das war jetzt überhaupt nicht mehr nötig. Ja, super. Boom, boom, boom. Nee, okay. Ja. Schlabbermonster? Oh nein, da ist es. Da schlabbert es mich an. Ich heiße Hilfe, Leute. Nee, bleib noch ein bisschen cool. Ein bisschen cool noch bleiben hier im Kreis rumlaufen.
So, da haben die alles erledigt. Brücke ist natürlich noch nicht komplett. Natürlich nicht. So, warte mal, der muss erstmal hier... Der muss erstmal leiden, Alter! Na boah! So. Okay. Komm, wir gehen zum Olima. Ja, bin schon dabei. Wow! Hilfe! Und wie gesagt, ich mache das lieber immer manuell. Ich habe sonst wirklich Angst, dass die, dass die Detail dann... Weil, wie gesagt, das Vieh kann auch seine Richtung drehen. Das ist nämlich sehr, sehr ätzend. So, okay, erstmal hier. Bombies, Alter. So, tschüss, du Vieh. So, geil. So, wisst ihr was? Ich spreng auch das Ding mal in die Luft. So, weil das ist ja nur Sand. Ich müsste eigentlich auch gehen. Und boom, Alter. Olima ist im Arsch. Beeilung, Mann. Die arme Brittoni. Ja, wie gesagt, man soll das nicht an einem Tag schaffen. Keine Sorge, das geht doch gar nicht. Wir bauen erstmal schön den Weg. Ne, den müssen wir hier bauen. So, okay. Glasdinger erstmal kaputt machen. So, alles kaputt machen. Okay. Dass hier auch die Pigment ist auch wenigstens schön. Dass die Pigment hier nichts wegtransportieren. Automatisch, ne? Weil das wäre sonst mega ätzend. Ja, Olima, wir sind in Gefahr. Olima. Jetzt füttert das doch mal. So, das Vieh ohne einfach killen, Alter. Scheiße, Olima ist am Arsch. Hilfe! Warum ist Olima immer so am Arsch? Fragt sich Brudetoni. Ja, und dann zum Schluss halt, ne, pfeife ich die Pigment einfach wieder zurück. Wie gesagt, weil kämpfen sollen wir hier nicht. Hier wird nicht gekämpft. Halt noch eine Bombe? Ich hab sogar noch eine Bombe. Geil. So, weil wir nämlich auch die Brücke noch heile kriegen, ne? Das ist ja dann auch perfekt einfach. Hä? Angreifer gesagt. Enno. Okay. Leute, Brücke ist heile. Ich glaube, wir sind die letzten Scherben. Dass wir das auch nochmal schnell machen können. Vielleicht. Ja, wenn nicht, habe ich halt den idealen Weg da schon hingebaut. Aber das macht irgendwie auch Spaß. Weil, wie gesagt, ich glaube, damals war ich übelst in Panik. Ja, weil ich so Schiss hatte, dass das irgendwie nicht richtig klappt. Oder irgendwie Hilfe und so, ne? So, okay, da jetzt schon die Zeit weg. Bum, 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 bum. Die Zeit, Leute, die Zeit. So, sind die noch irgendwo Scherben? Ey, woher wo ich denn jetzt hin? Aber wo kriegen jetzt hier... Ach, guck mal hier. Hier kann ich auch nochmal eine richtig große Abkürzung machen. Okay, was ja auch an sich echt cool ist. So eine schöne große Abkürzung zu machen. Gleich am Anfang der Stage. Ne, also warum nicht? So, 5 Pikmin. Sind hier leider. Haben hier gelitten. So, ich muss sie leider zurückrufen. Es geht nicht anders. Ja, so, keine Pikmin sind in Gefahr. Hilfe! So, Olima ist in Gefahr. Ist doch egal, Mann. Ja, und es passiert nichts. Das Vieh, man hat es vielleicht am Anfang schon gemerkt, ne? Die kleinen Kupayaner interpretieren das so ein bisschen falsch, weil es hat ja offensichtlich Olima nicht schaden wollen, aber irgendwie, es hat einen Gefallen an Olima gefunden und will es halt nicht hergeben. Und deswegen, aber Olima wird nichts passieren. Was zum Hell? Den haben wir die ganze Zeit schlafen lassen. Ach so, verdammt, Mittag verpasst. Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Ich schätze mal, dass wir halt jetzt noch einen Tag brauchen, weil die Zeit echt schnell vergeht im Ultramotiviert-Modus oder halt in Schwer. Noch einen Tag brauchen, um halt wirklich den Weg nach unten wieder zu finden mit Olima. Und dann noch einen Tag, wo dann der Bosskampf stattfinden wird. Aber okay, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Sehr schön, wir sind noch ganz gut versorgt hier, Mann. Wir haben noch richtig viel zu saufen. So, Pikmin auf Stock geht nicht mehr, aber wir haben so viel. Wir haben einfach alle Pikmin bereit. Als wir versuchten, Olima zu retten, wurden wir von einer rätselhaften Lebensform angegriffen. Allerdings schien es nicht auf uns, sondern auf Olima abgesehen zu haben. Ich frage mich, was der Grund dafür ist. Wie dem auch sei, vorerst sollten wir Olima zur Duek zurückbringen. Aber lassen die jetzt die ganze Nacht da in Ruhe, wisst ihr? Oder das Vieh stirbt voll oder frisst ihn? Nein, das macht er nicht. Das hat ihn ja irgendwie ganz liebevoll gestreichelt, so als merkwürdig. Aber gut, Leute.
beim nächsten Mal sehen wir uns wieder bei Tag 30 und mal gucken, ob ich jetzt da ein Achievement kriege, weil ich ja jetzt nur 30 Tage überlebt habe oder so. Oder halt, ob das echt mit den Vorräten zusammenhängt. Das ist wohl alles eine Frage fürs nächste Mal. Und uns fehlen hier noch zwei archäologische Bilder, fehlen uns hier noch. Die holen wir uns aber auch noch. Bis dann, Leute. Ciao.